Können Sie sich und Ihr Unternehmen einmal kurz vorstellen? Ja, guten Tag. Mein Name ist Andres, Andres Kopiersysteme. Wir vertreiben Kopiersysteme, Büroelektronik allgemein und legen aber großen Wert darauf, dass wir ein persönliches Verhältnis zum Kunden haben. Und auch dafür haben wir das eine oder andere im Angebot. Können Sie sich auch kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Beate Ernst. Ich bin Mitarbeiterin bei Herrn Andres und bin so für die Kundenbindung speziell zuständig. Was macht Ihr Unternehmen genau? Genau macht es eins, wir machen alles das, was das Büro betrifft. Ja? Alles das, was elektronisch ins Büro gehört. Ja? Und zum anderen, was natürlich auch noch dazu gehört, sind sogenannte Motivationskarten, ja? Um den Kunden, denn Kundenbindung zu machen, dass in dem Moment auch die Visitenkarte auf dem Schreibtisch bleibt. Wie lange sind Sie schon am Markt? Seit 1975? Ja. 1975 haben wir klein angefangen und sind auch relativ klein geblieben, aber dann gesund, im Gegensatz zu vielen anderen. Wer profitiert von Ihren Dienstleistungen am meisten? Im Grunde genommen sind es alles die Firmen, die auf den persönlichen Kundendienst Wert legen, die nicht nur die Maschine kaufen, nicht nur die Elektronik kaufen, sondern auch nach dem Kauf sagen, wir haben ein Problem und dieses Problem muss gelöst werden. Was ist der Aha-Effekt, den ein Kunde bemerkt, wenn er bei Ihnen eine Dienstleistung in Anspruch nimmt? Ich kann es Ihnen sagen, wenn Sie alleine zu uns in den Vorführraum kommen, wir haben einen großen Baum, ja, an diesem Baum hängen Geschenke und der Kunde, der zum ersten Mal zu uns kommt, obwohl er vielleicht nur eine Kopie gemacht hat für 10 Cent, sucht sich dann vom Baum aus sein Geschenk aus und nimmt das Ganze mit. Ja. Wir sind eben ganz, ganz anders wie eben andere. Wie sieht der optimale Kunde für Sie aus? Der optimale Kunde ist im Grunde genommen ein Kunde, der diese Dienstleistung noch zu schätzen weiß. Ja? Der nicht sagt, so der Preis steht im Vordergrund, denn für nichts kann man auch nichts liefern. Der einfach sagt, so wichtig ist mir der persönliche Draht und dann in zweiter Linie der Preis, der natürlich dann aber auch noch stimmen muss. Was war das schönste Kompliment, das Sie jemals von einem Kunden erhalten haben? Oh, da müsste ich Sie mal fragen, ich weiß es nicht. Was war das schönste Kompliment? Die Komplimente sind im Grunde genommen so, dass wir also auch sagen können, wenn ein Kunde sagt, Mensch, es macht Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, das ist das an sich das schönste Kompliment. Ich kann das immer nur wieder auf die Motivationskarten eventuell beziehen. Da stehen ja Sprüche drunter und dann haben wir ganz oft Kunden, die dann anrufen und sagen, diesen Monat, der Spruch, der hat sowas von gepasst, das hat mir jetzt richtig gut getan. Also das finde ich dann also auch noch immer ein schönes Kompliment.